tragischer Unfall auf dem Flugplatz in Hildesheim. Am Mittwoch stürzt ein Ultraleichtflugzeug ab. Zwei Menschen kommen ums Leben. Wie die Polizei berichtet, sei der sogenannte Tragschrauber auf einem Freigelände des Flugplatzes abgestürzt. Für die zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch am Unfallort. Gegen 10.51 Uhr ist der Tragschrauber gestartet, mit zwei Personen besetzt. Die haben ja einige Flugstunden durchgeführt. Und gegen 11.47 Uhr war dann der letzte Kontakt. Und man hat dann gesehen, wir hatten Kollegen hier in der Nähe, die das auch mit beobachtet haben, wie der Tragschrauber zum Landen ansetzen wollte. Er machte hier noch eine kleine Kurve. Und in dem Augenblick kam es dann zu einem sogenannten Luftzerleger. Das heißt, vom Tragschrauber sind Teile weggeflogen. Und der Tragschrauber ist wie ein Stein einfach auf den Boden geprallt und das aus etwa ca. 50 Meter Höhe, und die beiden Insassen sind leider verstorben. Experten der Flugsicherung aus Braunschweig sind nun an der Absturzstelle im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier. Und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.